guck mal, jetzt mal, warte mal ganz kurz. Besprecht ihr so später und lasst uns doch ganz kurz Probleme, die die Leute im Chat haben, kurz für die Leute lösen. Die schreiben also die einfach Probleme in den Chat und dann, ne? Ja, okay. Ja, aber okay. Was wie eine anonyme Beichte? Genau. Ich mach mir alle genau. Chats auf. Ich mach mir alle Chats nicht auf. Anonym ja, ist. Okay, okay. Irgendein Problem und wir helfen euch da einfach. Alles. Das Gelaber von Revi ist schlimm. Hm. Okay. Ich weiß gar nicht, ich verstehe nicht, warum die ganzen Leute mich hassen, ne? Kevin, ich hab denen ja nie was getan, weißt du? Ich hab denen nie was getan. Ha. Mich macht das doch, also nicht, ich gehe, nein, ich gehe ab. Okay, warte, Falcon Heavy in Knossis Chat hat geschrieben, meine Eier jucken, was kann ich tun? Das ist meistens eine Hygienefrage, ne? Oder? Das ist ein Wild, Digga. Das ist ein Wild. Hygiene oder nach dem Rasieren, dann mal Rasier, wie oder heißt es? Rasierwasser. Mein Bruder hat mich mal mit Fernseher geschlagen. Wie wird man auch mit Standard-Zuschauer, das ist ganz locker. Wie wird man mit dem Fernseher Digga. Geschlagen? Ich habe ein zu großes Lied. Ah, verstehe ich. Hasse das, immer, wenn das passiert. Ey, wirklich, ich hasse es, wenn er steif wird und ich werde ohnmächtig, ich kenne das. Mein Problem ist, ich habe mit dem Bruder von einem Freund geschlafen. Vanessa ist vollkommen okay, alles Gute. Hasse das. Der König fehlt mir, aber mein Problem ist, dass Evive vorhin am Klo vorbeigepisst hat und jetzt ist er beleidigt, das ist verstehe ich nicht. Ist Vive so ein bisschen wie, ich sag mal, so ein Sidekick, den man immer beleidigt und Dampf ablässt? So ein bisschen wie für mich jetzt Romatra und Chef Strubel zum Beispiel? Ja, absolut. Ganz toll, ne? Und dann auch so, dass ihr auch viel Content auf seinem Kanal macht. Hier ist das ganz Großes. Mein Problem ist der Klimawandel. Jungs, wie lösen wir das? Ich glaube, wir haben gerade zwei akutere Probleme. Okay, warte, hier ist was Echtes. Ja. Von Alnatura im Monte-Chat. Mhm. Ich, männlich 16, beichte, dass ich noch keine Beziehung und noch kein erstes Mal hatte, weil ich, wenn es drauf ankommt, einfach verkacke beim Mädchen ansprechen. Brauche Tipps. Überhaupt nicht schlimm. So, Revi können wir da jetzt nicht fragen. Trimix, hör du mal raus. Hey, was? Man kann mich da nicht fragen. Ich hab mehr gefickt dazu. Ich bin da nicht so. Bro, bitte nicht, Digga. Bitte nicht, Digga. Nee, mach ich nicht. Bin enthaltsam. Nee, also. Ich kann da keine Tipps geben. Ich meine, meine Sturm- und Drangphase ist lange vorbei und es ist auch. Sturm- und Drangphase? Nie. Hattest du mal so eine Phase, Max, wo du so. Ja. Bist du stolz drauf oder ist es dir egal? Oder? Ich find's tatsächlich. Ich find sie ganz gut. Also, da haben wir so viel Party gemacht und so viel Scheiß und so viel alles drumrum. Viele Dreier, dass es tatsächlich. Ne? Dann ist man einfach durch. Ja. Dann hat man viel erlebt, hat's überlebt und hat's dann jetzt auch nicht so nötig. Hat's überlebt. Trimax damals wirklich Mexiko, Alter. Trimax jedes Ero-Center damals durchgeradet, Alter. Der ist da reingegangen, gelootet mit der Keule. Der Junge. Nee, aber jetzt mal Real Talk. Also ich finde tatsächlich jetzt, das entwickelt sich voll mit der Zeit. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich schwöre, ich glaube, gefühlt war ich bis, Digga, bis ich, es kann ja 23 war, hätte ich niemals eine Frau ansprechen können. Ich verstehe nicht, was Jody, die hat mich angesprochen, die hat mich geklärt, nicht andersrum. Das ist wirklich so. Also das braucht halt einfach. Mit 23 hat man noch so den Charakter erst so fertig entwickelt, weißt du, was ich meine? Mhm, safe. Also, ich überlege, so mit 18, 19, du denkst, du bist voll alt eigentlich, aber wenn du so mit 23 was getan. Ja. Wir machen gerade Beziehungstipps, Jens. Beziehungstipps einfach bei dir. Bei dir, die Zuschauer sind total verloren einfach bei dir im Chat. Wenn man so mit 23, 24 so über 18, 19 nachdenkt, Alter. Ist so, wie verloren man war, oder? Man war als 18 ultra komplettes verloren. Kind, meine Rede. Ja. Bin ich voll bei dir. Ey, für mich ist ganz ungewohnt, hier zu packen und zu wissen, mein Stream ist on. Bei mir, es gibt sowas nie, solche ruhigen Phasen. Nie. Das ist für, ich auch, weil es war nicht schön, was denn daran schön? Ja, wir machen das ganz gut bisher. Machen die es gut? Ja. Ich seh nur Raus-Da-Emojis. Oh mein Gott, hier ist ein ganz akutes Problem. Mir schreibt einer, ich bin immer nur der Beziehungsvermittler, kriege aber selber keine Ab. Digga, kann ich absolut fühlen, Mann. Kann ich. Weißt du, was ich früher gemacht habe? Ich habe früher für Kollegen Liebesbriefe an andere Frauen auf einen anderen Schulhof gebracht, weil die sich nicht getraut haben. Kompletter Psycho. Und dann hast du die Frauen umgebracht. Nein. Ich habe einfach denen den Brief gegeben und die haben sich gefreut. Und bin hin und her gelaufen für meine Homies. Das habe ich gemacht. Und weißt du, wer nie Liebesbriefe dann selber gemacht und bekommen hat, ja, war ich, weil ich immer Postbote gespielt habe, ne? Ohne Geld, muss man sich mal vorstellen. Das ist richtig. Dumm, oder? Die Beziehungstipps-Thema würde ich jetzt einstellen, weil, keine Ahnung, bei 8- bis 12-Jährigen ist das eigentlich noch scheißegal. Ja, bei deinem Chat halt, ne, klar. Richtig. Okay. Deswegen brauchen wir auch was für meinen Chat dabei haben. Kevin, bist du da? Perfekt. Max, du willst nicht wissen, was die Leute bei mir reinschreiben wollen. Hier schreibt jemand. Ah, Junge, wollt ihr meinen Schoko? Egal. Pass mal auf. Mhm. Ich streame ja von meinem Office aus, ne? Okay. Und die Adresse ist zwar halt nicht leaked, aber man kann sie halt finden, dadurch, dass halt hier Management noch drin ist, ne? Ja. So, und wir haben halt drei Eingangstüren und trotzdem, ich habe auch immer alles abgeschlossen, trotzdem habe ich die Angst, dass irgendwann einfach jemand in den Stream kommt und mich absticht. Absticht? Ja, ja, weißt du, also kann doch passieren. So sollte man dich abstechen? Einfach so, weil uns jemand hasst. Weißt du, was ich meine? Ich höre so krass denke ich jetzt nicht, aber ich habe auch, also. Bei mir kommt es zum Glück, muss ich wirklich sagen, da bin ich richtig froh drüber. Zum Glück kommt das bei mir nicht so oft vor, dass irgendwie Leute klingeln oder sowas. Aber Bruder, sowas macht mir auch als Mensch einfach richtig Angst. Hm. Also wirklich, schau mal, das so Creep. Was macht dir Angst? Ich kann. Naja, wenn so, pass auf,
wenn so, zum Beispiel war es mal so, dass um 2 Uhr nachts einfach so eine 5er jugendliche Gruppe einfach an meiner Tür geklingelt hat und dann sind die auch so auf den Hinterhof gegangen und so ein Scheiß. Digga, das ist halt richtig creepy, Mann. Und vor allen Dingen so, meine Freundin hat auch mal richtig Angst und das fuckt mich auch immer übertrieben ab einfach. Mhm, ja. Und keine Ahnung, Digga. Also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann als, das soll jetzt nicht dumm klingen, aber als Nicht-Streamer oder so, oder, ne? Aber Bruder, das ist wirklich... Wenn du dich zu Hause nicht mehr wohlfühlst, dann ist es gelaufen. Ja, überleg mal, wie es bei Justin war. Digga, da kam einfach jemand und ist bei ihm halt zu Hause einfach reingegangen und meinte einfach, Digga, ich stech dich ab. Bruder, ich habe jedes Mal, no joke, ich habe jedes Mal so Angst seitdem, wenn ich irgendwie einen Postboten bestelle oder sowas. Ja, ja, schau mal, das Ding ist, also, Digga, wir haben ja damals so, ich weiß ja, wie es bei Marcel so gewesen ist mit diesen ganzen Zuschauern und so. Wir haben ja damals in diesem scheiß YouTube-Haus gewohnt, wo es ja auch wirklich tagtäglich so war. Das Ding war halt, das waren halt alles Kids, so, ne? Das waren halt alles Kids, es war halt saunervig und so. Ja, aber man hatte, halt, ne? man hatte halt nie so, sag ich mal, den Film so im Kopf. Klar war es so stressig und so, die waren halt saupenetrant, aber war entspannt. Dann, als wir ins UFO gezogen sind, dieses Büro, wo wir alle zusammen waren, da war es da waren es halt auch ältere Leute zum Teil, die wirklich super, super pushy und aggressiv teilweise waren. Also Freddy hatte zum Beispiel sowas, ne? So, dann kommt er vors Büro und muckt ihn halt irgendwie an, Alter, und hat dann irgendwie so richtig Stress mit ihm gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja, das check ich nicht. Ja, das hat, glaube ich, mal, ich glaube, das hat Sturmwaffel mal erzählt. Man, sowas ist halt so traurig einfach, weil ich check sowas nicht. Vor allem, guck mal, Kevin, also, guck Mann, unsere Bro, Körper wir können an. Uns halt nicht wir können uns halt nicht beschweren. Nein, so, überhaupt nicht. Es muss irgendeine richtig große muss es ja geben. Das ist der einzige, aber der ist auch richtig groß. Ja, das stimmt schon. Ja. Aber zum Beispiel so ein Trimax kann sich ja verteidigen, weißt du, was ich meine? Aber Kevin, wir werden einfach abgestochen. Ja, Bruder, wir sind gerade Kevin. Larry. Kevin ist ja mega klein. Kevin, wie groß bist du? 1,40. 1,40, glaube ich. 1,72? 1,42 bin ich groß. jetzt sagt er so, aber erstmal 1,71. 1,78, jetzt mach nicht den, Alter. 1,78 und dann messen wir nach bis 1,74. Wollen wir wetten? Mann, ganz ehrlich, selbst im Montes-Chat lachen die. Was ist das denn, Alter? Digga, ich hab gar keinen Bock mehr. Glaubt ihr, Max, glaubst du, dass du. Montes-Chat spammt einfach nur irgendwelche Buchstaben. Glaubst du, Max? Glaubst du, Trimax, du würdest gegen 2 Papa-Platten gewinnen? Ja, definitiv. Okay. Bro, was? 100 pro. Klon dich und wir machen 2 gegen 1. Klon dich, okay, Bruder, mach ich. Hören die mich gar nicht? Wir hören dich, hallo? Kurze Frage an dich, Jens. Würdest du sagen, du würdest Trimax im Kampf besiegen? Warte mal, ich muss mir mal Trimax einmal angucken. Warte mal, gib mal ein Bild. Ich guck mal Goggle, warte. Sekunde. Trimax, da ist er wieder. Ich glaube tatsächlich jetzt. Das Ding ist halt, Knossi hat halt so. Der will halt, weißt du? Der hat halt so. Der hat so Psycho-Vibes, ne? Der beißt auch ins Ohr und sowas. Das wäre geil, Alter, wenn wir so richtig großen YouTuber-Streamer-Kampf organisieren. Battle Royale. Einfach so, auch so richtig mit Helm und Boxhandschuhen und so. Survival of the Fittest einfach. Wer überlebt am Ende hat gewonnen. Ja. Nee, sowas nicht, so ein normaler Boxkampf. Sag mal, wie heißt du mit Namen, Trimax? Ich heiße Max. Achso, bist du auf Instagram oder wo? auf Twitch, auf YouTube? Wie heißt du mit Namen? Trimax. T-R-Y-M-A-C-S. Da bist er, du bist das doch, ich weiß doch, dass du das bist. Er ist stark, oder? Ist eine Maschine, gell? Oder? Der ist eine Maschine. Ich glaube. Bin ganz schön ich bin fettleibig. Ich glaube, konditionell, du trinkst keinen Alkohol, denke ich mal, ne? Doch. Sehr viel. Gut. Und der schlägt eine Menge weg, Alter, das ist krass, der saugt so viel. Ach, Jens. Chat, wer wird im Kampf bestehen? Wer wird im Kampf bestehen? Er oder ich? Was glaubt ihr? Wie groß bist du denn? 83. Oh, hast auch schon. Bist du so groß, ja? Ey, Revi, wann treffe ich dich immer? Gut, ich sage euch ehrlich, wann ich Revi getroffen habe, war meistens Zufall. Ich bin gerade mal irgendwie in Köln, gehe in eine Disco rein, kommt er mir besoffen entgegengelaufen. Ich war immer nüchtern. Außer dem einen Abend, wo wir im Bootshaus waren, wo ich mich an nichts mehr erinnern kann, da wo kann du, ich nicht sagen, wie voll du warst, weil... Wo du mit dem Kerl rumgemacht hast, ne? Wo ich mit dem Typen rumgemacht habe, tatsächlich. Ja, genau. das war aber auch wild, das war auch geil. Kevin, ich kann es dir jetzt auch sagen, ich war das. Boah, Bro. Ja. Ah, Digga, ich hätte kein Problem tatsächlich, wenn wir rummachen würden. Nein, ich hab schon mit Henke rumgemacht. Nee, mit Veni war's. Ihr könnt euch entscheiden, zu wem von euch ich rüberhoste. Und ihr müsst ohne mich die Runde irgendwie. Keine Ahnung, ob man. Ja, mach Revi. Mach Revi. Über die 4 Viewer. Mach Revi. Danke. Hat auch mal 4-stelligen Bereich Zuschauer. Aber das ist das noch mittlerweile. Vierstellig, also. Aber es waren, wir müssen das auf jeden Fall wiederholen, okay? Das läuft ja nicht weg. Ey, wieder, ich hab's auch ultra. Auch der Talk war ich find das gut. Ja. Wir wiederholen das auf jeden Fall. Ja, ne? Easy. Ey, Knossi, gute Fahrt morgen oder heute oder noch immer. Will ich Computer zu Hause stehen haben. Dann wiederholen wir's. Ne? Wenn alle mal ein bisschen auf. Ne? Jungs. Alles gut. Gute Fahrt morgen, Jungs. Ja. Schönen Abend. Fahr vorsichtig, ne? Hau rein. Ja, mach ich. Ciao, Jungs. Ciao. Was machen wir jetzt vorne? Ich hätte auf jeden Fall. Valorant, oder? Können wir machen. Auf dem Boxfight. Ich habe meine Ausdauer natürlich komplett beschissen. Ich kann keine 2 Stockwerke laufen. Damit ich könnte, glaube ich, ich könnte richtig schnell schlagen, aber ich glaube nicht, dass ich. Das wäre echt ein Dier. Du weißt gar nicht, wie viel Kohle du machen würdest.
Wenn du das an gute Sponsoren gepitcht bekommst, wir machen da so ein 10.000 Leute Stadion voll, weil das einfach ein scheiß Boxfight ist, kann natürlich passieren. Amerika hat das ja wunderbar funktioniert. Hey Bro, kann das ein cooles Event werden.